Moin Moin Schizos und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog About Me. Dieser Vlog About Me hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich möchte mit euch die Lichter auspacken. Ich habe doch seit vielen, vielen Wochen immer unten links in der Ecke die Einblendung gehabt, wie viel Geld bereits zusammengekommen ist für diese LED-Panel, die ich mir gerne kaufen wollte. LED-Panel mit Halterung oder mit Arm oder so nannte sich das, die ich mir nämlich gerne neben meinen PC-Bildschirm links und rechts hinstellen möchte, damit ich besser von vorne beleuchtet bin. Ich habe ja nur hier oben die großen Softboxen, die sorgen natürlich für ein tolles Licht, aber eher für diesen Hintergrund, für das Gesamtbild. Und ich vorne im Vordergrund bin eher so ein bisschen schwach beleuchtet, vor allen Dingen, wenn ich die Cappy auf habe und das Licht von den Softboxen oben so runterfällt, genau auf den Schirm der Cappy, dann habe ich immer Schatten im Gesicht. Deswegen wollte ich mir also diese LED-Panel kaufen und dafür hatte ich ja eben diese Grafik an der Seite, wie viel Geld bereits zusammengekommen ist. Und peu à peu kam da immer wieder was dazu und es summierte sich langsam und am Ende kam dann nochmal ein größerer Batzen auf einen Schlag und so waren die 70 Euro waren es glaube ich, so waren sie endlich voll und dann habe ich direkt einen Tag später die Lichter bestellt. Die kamen nun ganz aus China, deswegen hat es gedauert, bis sie jetzt da sind und die sind jetzt da, muss man ein bisschen aufpassen, dass hier jetzt nirgends wo die Adresse steht von mir, die steht hier auf der anderen Seite, gut. Zwei Kartons, ich habe sie auch noch nicht ausgepackt, es ist zwar schon offen, aber ich habe hier noch nicht reingeguckt. So, gut, mehr ist hier nicht. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, ich selber habe hier noch Arbeitshose an und das sind meine Klamotten von der Arbeit. Denn es ist noch nicht so lange her, da bin ich von der Arbeit gekommen. Heute war ein mega anstrengender Tag. Wir haben zwar keine Bäume gefällt, aber so gut wie, könnte man sagen. Wir haben zwei, drei Bäume, ne, es waren drei Bäume, wirklich sehr große Bäume. Wir mussten dort richtig mit so einem, hier, kennt ihr das, so ein, wie bei der Feuerwehr quasi, so ein Kran, so ein Arm vom Kran mit Korb hinten dran. Ja, ihr kennt das doch, Mensch, wie die Leute immer da überall die Baumfritzen in den Bäumen hängen und da die Bäume beschneiden. Und das haben wir heute auch gemacht mit so einem Kran eben dazu, einem Steiger, so nennt man das. Und ich war quasi die Bodencrew und musste dann immer alles, was von oben runterfiel, dann nochmal in kleine Stücke zersägen, zerschneiden, wie auch immer, stapeln und so weiter und so fort. Das habe ich seit heute Morgen angemacht. Wir haben noch eine halbe Stunde länger gearbeitet als sonst. Also ich bin fix und fertig und freue mich gleich auf die Badewanne. Aber weil nun eben heute dieses Paket ankam, will ich das natürlich mit euch gemeinsam auspacken. Denn dank euch konnte ich mir das also jetzt bestellen. Nochmal vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der mir da eine kleine Aufmerksamkeit dagelassen hat, der mich hier finanziell unterstützt hat. Das Ganze ist natürlich für euch, um das Ganze qualitativ hier immer besser zu gestalten. Das ist nicht, weil ich mir davon einen Döner kaufe, einen Urlaub machen will oder sonst irgendwas. Oder mal zum Friseur gehe. Ist das jemandem aufgefallen? Aber das ist nicht von dem Geld. Nein, das ist wirklich, um die Qualität hier immer weiter zu verbessern. So wie jetzt, aktuell, nun wo ich die Lichter habe, gibt es den neuen Aufruf. Diesmal eine größere Summe, 400 Euro. Das wird natürlich jetzt sehr lange dauern, bis die 400 Euro zusammengekommen sind. Aber ist ja egal. Und wenn die dann zusammengekommen sind, dann kaufe ich mir endlich einen neuen Rechner. Und dann, Leute, also wenn ich einen neuen Rechner habe, dann macht euch nochmal auf was gefasst. Dann gibt es Shizu Streamer 2.0. Jetzt wollen wir die Lichter auspacken. Ich mache das erste Paket auf. Wie gesagt, ich habe es noch selber nicht ausgepackt oder aufgemacht. Okay, also, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe eine Beschreibung. Genau, einfach nur, wie man das Ganze zusammenbaut, wie das Ganze aufgestellt wird. Leg ich mal beiseite. So, und dann haben wir hier drinnen
einmal hier, das gehört zur Halterung. Das sieht aus wie der Fuß, den man dann zusammenbauen muss. Und natürlich das Herzstück mit Kabel und Schalter, das LED-Panel, was da oben drauf kommt. Wie gesagt, recht klein, habe ich euch ja auch immer gesagt. Und hier ist nochmal irgendwie ein Gelenk oder so, wahrscheinlich um das Ganze zu montieren. Und nochmal ein bisschen Schaumstoff zur Polsterung. Sehr gut. Das gleiche wird natürlich beim anderen genauso sein. Gucken wir mal, dass wir das erste jetzt zusammenbauen. So, das heißt, machen wir erstmal den Fuß fertig. So, Plastik, ganz einfach. So. Ja, irgendwie so. Jetzt kommt das. Eingeschweißt. Müssen wir mal irgendwie aufkriegen hier. Egal. So. So, jetzt kann man oben und unten was reinschrauben. Gut, verlängern kann man es nicht. Man kann es aber anhand der Schrauben dann so ein bisschen biegen und so weiter. Genau, also es hat schön mehrere Gelenke da oben und unten, das Ganze gleich aussieht. Ist es also egal, dann schraube ich es hier drauf. Hier so eine Plastikkappe zum Schutz drauf. Oh, Alter. Die ist aber fest. Die erstmal runter kriegen. Boah. Meine Güte. Die ist aber echt fest. So. Dann können wir nämlich das kleine Gelenk hier festdrehen. So, okay. So sieht das jetzt aus. Naja, aber eigentlich muss ich das so haben. Kann ich das nicht so haben? So wäre es am besten. Aber so ist er erst ganz fest. Jetzt wollen wir erstmal testen, wie es überhaupt leuchtet. Da ist das gute Stück. Ja, hinten sind keine weiteren Knöpfe oder Schalter. So sieht es von hinten aus. So von vorne. Ja, es hat nur einen Schalter. Ich war eigentlich der Meinung, es hat zwei Stufen. Einmal gelbliches Licht und weißes Licht. Aber scheinbar... So, also das können wir dann hier auch draufstecken. Draufschieben. So. So. Der ist drauf. Und fest. So. Unten ist auch fest. Warum wackelt der jetzt hier noch so rum? Ist doch noch gar nicht fest. Achso, eben geht auch. Aha. Okay, das ist offensichtlich egal wie rum. Ich krieg hier eine Krise, ey. So. Jetzt wird er fest. So. Okay, jetzt ist er fest. Und unten hätte ich ihn gern fester, aber irgendwie geht das hier nicht. Jetzt wollen wir das Ganze mal an Strom anschließen und mal sehen, wie ist denn die Leuchtkraft überhaupt? Funktioniert das denn überhaupt, was ich hier mir bestellt habe? Die Schraube noch nicht richtig festgemacht. So, okay. Gott sei Dank, wenn das einmal richtig eingestellt ist, muss ich das nicht mal anrühren. Alter! Das hat aber richtig Zunder, ey. Boah.
Mein lieber Scholli, ey. Das Ding hat richtig Zonde. Oh, da kannst du ja gar nicht reingucken, ey. Hier. Achtung und... Mein lieber Scholli, damit kannst du ja auch schon hier den ganzen Raum ausleuchten. Das hat richtig Stopp. Ich kann da gar nicht reinkommen. Und wieder aus. Boah. Okay. Und ich dachte jetzt aber, man kann das in zwei Stufen einstellen. Ich meine, das war so abgebildet. Einmal so ein bisschen gelbliches Licht und die hellen LEDs. Und man kann das dann auch mischen. Also im Prinzip drei unterschiedliche Lichter kann man einstellen. So hatte ich das zumindest laut Bild, laut Abbildung wahrgenommen. Achtung nochmal. Scheiße. Vor allen Dingen so dicht am PC und dann... Alter, ist das wie Stadionlicht. Da müsste ich ja nochmal einiges davor machen, damit das abgedämpft wird, das Licht. So weißen Stoff. Tja. Also. Jetzt erstmal das Fazit. Ich muss noch mit der Halterung ein bisschen mich da zurecht tüfteln. Wir gucken natürlich, weil uns das interessiert, gucken wir nochmal in den zweiten Karton. Ja, dann werden wir nochmal schauen, machen, wofür das jetzt hier gedacht ist. Also das untere ist auf jeden Fall, dass man das eben hier unten oder da oben festmacht. Entweder hier unten oder da oben. Aber ich weiß eben nicht, weil hier kannst du ja irgendwas reinstecken und dann festdrehen. Was soll da rein? Ach so. Oder ist der Aufsatz, wenn ich zum Beispiel einer meiner großen Stative habe, dass ich das dann auf ein großes Stativ drauf machen kann, kann hier oben dann mein Licht einfach nur drauf machen und dann hätte ich sogar das Licht auf dem großen Stativ und nicht nur auf diesem kleinen. Das kann natürlich sein, dass es so sowas wie ein Adapter quasi ist für ein großes Stativ. Weil es ist hier auch auf der Zeichnung überhaupt nicht vermerkt. Das kannst du haben. So, gut, dann gucken wir noch schnell in den zweiten Karton. Der wird aber ähnlich sein. Sieht auch erstmal so aus. Sieht relativ identisch aus. Beschreibung, wieder Gelenkarm. Wieder das LED-Panel. Ja. Wieder dieser Adapter, der es wohl ist. Und der Fuß. Alles genau gleich. Gut, Schizos. Also, das war es ja auch schon. Ich wollte das nur einfach mal mit euch zusammen auspacken und teilen. Schließlich, ne, wie gesagt, haben einige von euch sich daran ja beteiligt. Und es ist dementsprechend auch für euch, um die Qualität hier in den Streams und Videos zu verbessern. Vielen lieben Dank nochmal an jeden Einzelnen, der sich daran beteiligt hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Livestream. Tschüss!